zu einer weiteren Folge Rainbow Six Siege. Wir machen eine Mission, die heißt die Bombe entschärfen. Wenn man, man kann in jeder Mission kann man Sterne erreichen, 1 bis 3 glaube ich. Und das hängt davon ab, wie oft man gestorben ist, zum Beispiel ein Zeitfaktor, wie viel Zeit man für eine Mission braucht und so weiter, welche Primär- und Sekundäraufgaben man zu erledigen hat und ob man das alles gemacht hat und so weiter. Und wenn man in einer Mission 3 Sterne hat, da gibt es einen Erfolg, der heißt Meister und Commander, und den machen wir hier. Also einfach nicht lange aufhalten. Ich habe halt ein, zwei Anläufe schon gebraucht, deswegen weiß ich ungefähr, was ich machen muss. Meistens ist es ja so, wo die Leute evakuiert sind, da musst du rein. Hier, so. Und da kann man unter der Tür durchschauen. Dann einfach mal ein bisschen in die Füße rein. Ja, die Mission einfach so schnell wie möglich machen. Wenn ihr in die Tür reinkommt, befinden sich dann natürlich Feinde drin, das ist klar. Und wenn man jetzt da reingeht und gleich wieder rechts steht ein Schreibtisch, dahinter sitzt dann nochmal einer und da ist eine Bombe drin. Die muss man entschärfen und nachher muss man die Situation halten. Umso länger ihr braucht, umso mehr Feinde werden auch dann kommen. Also einfach zügigst da rein, da wo die zwei hier geradeaus rein. Und naja, das Gewehr erinnert mich sehr an die, wie hieß denn die von MW3? Die gute Pharma. Die Pharma, die war klasse. Also ich wünschte mir in den heutigen Shootern, was weiß ich, ob es Advanced Warfare ist oder Black Ops 3, also die Pharma, das war eine meiner liebsten Waffen, also die war richtig klasse. Gibt zwar so ähnliche noch, aber wenn es die noch gegeben würde, das wäre nicht schlecht, so ein Update mit den alten Waffen, das wäre cool. Ja, die Farmers. Ja, also erstmal die Feinde wegmachen hier. Und dann lauf, Wookie, lauf. So, jetzt hat. Wenn es keiner mehr war, nicht dass uns einer mit der Schrot überrascht. Läuft zu langsam, da war der Stacheldraht am Boden. Jetzt hat Bombe entschärfen und entschärfen aktiviert. Das braucht jetzt ein bisschen Zeit und da kommen jetzt Feinde von vorne und irgendwann kommen sie rechts durch die Wand, sprengen sich Juggernauts mit Schilder und so weiter durch die Wand durch. Da noch 45 Sekunden. Wenn ihr rechtzeitig schnell reinkommt, dann kommen die durch die Wand gar nicht so weit durch und dann ist das eigentlich ganz easy. Ah, so hab ich gemacht. Noch 30 Sekunden. Noch 15 und dann ist es gleich vorbei. Da kommen sie durch die Tür. Eine oder zwei Granaten aufheben, dass die jetzt gar nicht so weit kommen. Und dann ist das eigentlich kein Problem mehr. Wenn ihr keine Granaten mehr habt, dann ist das schlecht für euch. Ist das schlecht, aber ich glaube rechts kann man auch Munition auffüllen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß bei Rainbow Six Siege und ja, lasst es krachen, haut rein. Ciao, euer Wookie.